Mein Name ist Peter Stehling, bin Polizeibeamter bei der Polizeistation Fulda. Was ist denn heute hier passiert und wo befinden wir uns? Also wir befinden uns hier auf dem Parkplatzgelände vom MLE-Werk Fulda. Das ist ein Großparkplatz. Und hier kam es zu einem relativ heftigen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf dem Parkplatzgelände, wobei ein BMW auf der Durchgangsspur gefahren ist. Ein junges Mädchen, 18 Jahre alt, ist mit dem BMW hier die Durchgangsstraße gefahren und ein roter Seat, die Dame 30 Jahre alt, kam auch von der anderen Seite und der BMW ist der Seat-Fahrerin dann in die rechte Fahrzeugseite gefahren. Und der Seat ist dann weitergeschleudert gegen noch zwei geparkte Fahrzeuge, die nicht unerheblich beschädigt wurden. Wir haben hier einen Gesamtschaden von etwa 21.000 Euro. War die Person eingeklemmt, eingeschlossen? Hat die Feuerwehr was gemacht? Die Seat-Fahrerin, die war im Fahrzeug eingeschlossen, nicht eingeklemmt. Alle Personen sind, Beteiligten sind leicht verletzt. Und die Feuerwehr hat schon die Tür geöffnet, aber die Dame war nicht im Fußraum oder mit dem Körper irgendwo im Fahrzeug eingeklemmt. Was fährt man normalerweise auf so einem Parkplatz für eine Geschwindigkeit? Auf Parkplätzen ist eine Schrittgeschwindigkeit, gegenseitige Rücksichtnahme wird hier ganz groß geschrieben, dass man auf den anderen achtet. Und hier wurde eine deutlich höhere Geschwindigkeit gefahren als Schrittgeschwindigkeit. Das sieht man schon am Schadensbild. Was erwartet den Fahrer jetzt, wenn da wirklich... Der Fahrerin wird... Wir haben die Staatsanwaltschaft angerufen, da wird der Führerschein wird sichergestellt. Sie darf ab sofort kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Verkehrsraum führen. Auch wegen dem Alter? Nee, das ist der Geschwindigkeit geschuldet. Wir gehen hier von dem Anfangsverdacht eines Rennens, illegalen Rennens ist hier gegeben. Auch wenn man alleine fährt, kann man auch schon ein Fahrzeugrennen machen, Beschleunigungsrennen oder was auch immer. Es ist hier deutlich zu schnell gefahren.